So, was brauchen wir denn jetzt wieder? Wohngebiete werden verlangt. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal neben dem Büro-Quatsch nochmal eine Straße. Die ziehen wir dann mal hier lang. Passt perfekt. Dann müssen wir mal sehen, dass wir da ein paar Querstraßen reinkriegen. Ih, das ist schief. Mist. Warum? Na, egal. Dann wird es halt so ein bisschen dynamisch. Hier müsste ich noch eine gerade durchziehen. Das ist natürlich jetzt blöde. Was haben wir denn da für ein Gebäude? Convenience Shop. Na gut, der wird ja neu gebaut. Mist. Ja, dass mir die nicht einfach durchziehen kann, ohne Verlust, ohne Rücksicht auf Verluste, finde ich ein bisschen blöde. So, dann machen wir mal hier hin. Da habe ich jetzt nicht mehr genug Geld, das ist toll. Und dann machen wir auf dieser Seite mal noch Wohngebiet hin. Da, da und da. Dann wird das hier nämlich wieder Arbeitsplätze in der Dings, sag schnell, hier Büro, Gewerbegebiet. Büros, die kriegen wir später erst dazu. Wasser müssten wir hier eventuell. Ne, brauchen wir ja doch ein bisschen. So. Da haben wir noch Kohle für. Dann können die sich hier weiter ausbreiten. So, das wird gefragt, das wird gefragt. Das heißt, wir werden hier hinten nochmal ein bisschen Industrie hinpflanzen. Man sieht schon, die sauen mir hier alles ein. Die ist morgen nicht. Wie viel Kohle habe ich? 2,5. Das reicht bis Tor. Gebiet. Industrie. Fertig. Jo, zack, wird's hochgezogen. 2% voll, das reicht definitiv. Windgeschwindigkeit 10, das ist schön. Na, perfekt. Sie wächst und gedeiht, das ist schön. So, was haben wir denn jetzt? Lärmbelastung. Ach du Scheiße. Will ich gar nicht wissen. Wir können hier noch Industriedingsbums ausbauen. Hier, wie heißt es? Gewerbegebiet, genau. Sag's mir, dann weiß ich es. Machen wir einfach mal hier voll und dann können wir da noch ein bisschen Wohngebiet hinklatschen. Jetzt brauchen wir nur noch 10.000 für eine Schule eventuell. Das könnte noch spannend werden. Ich möchte keinen Kredit aufnehmen. Ah, 5 haben wir ja schon, 1000. Och, wir nehmen mal 1400 ein. Hammer. Wie kein Wasser. Wer braucht denn Wasser? Wie macht mir das doch sowieso alles nur dreckig? Ist egal, komm, zack. So, mal schauen, wann kriegen wir denn würdiges Dorf? Na toll. Erreichen Sie Bevölkerung 59, haben wir gerade gekriegt. Neue Gebiete, da habe ich übrigens die Mod drin, dass ich alle 25 Kacheln nachher
bebauen, besiedeln, bedingsen kann. Das könnt ihr sehen, hier Ghostbusters-Gebäude habe ich mir mal dazu geholt. Afterlight, oh gut, das haben sie auch überarbeitet, das ist schön. Weiß ich noch nicht, ob ich die setze, denke ich schon. Feuerwehrwache, Polizeiwache, das ist super. Das wird jetzt interessant. Landwirtschaft macht nicht so wirklich Sinn. Einzigartige Gebäude, was haben wir denn dazu gekriegt? Huch. Wir können die Freiheitsstatue bauen, das ist toll. Die kostet aber auch nur Geld. Da werden wir mal schauen, dass wir die nach und nach dazu setzen. Irgendwann mal. Erstmal muss ich sehen, dass ich hier meine Stadt ein bisschen ausbaue. Wasser reicht noch. Strom wird knapp. Das heißt, wir werden da hinten jetzt mal eben fix noch eine Windturbine setzen. Auch wenn die nicht gerade so effizient sind. Möchte ich aber nicht unbedingt teure bzw. umweltverschmutzende Kraftwerke mir dahin pflanzen. Reicht schon, wenn wir da so viel Dreck verursachen. Wir brauchen, was haben wir denn hier? Wir brauchen Arbeitsplätze, Arbeitskräfte. Geringe sind nicht genügend Arbeiter. Ja. Das ist ja das Elend. Wir können da jetzt erstmal noch dran entlang ziehen. Dann müssen wir da aber auch ein bisschen Wasser haben. Exaktomente. Da. So. Wohngebiete, Wohngebiete, Wohngebiete. Ja, okay, dann kriegt ihr die. Müssen wir hier nochmal eine Straße durchziehen. Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht von vornherein Verkehrschaos vorprogrammiere. So ein bisschen Erfahrung hat man ja schon, aber... I. Komm, jetzt halt überlappend. Ja, ihr wolltet doch Wohngebiete haben, da muss ich auch Straßen ziehen. Wollt ihr nicht rummaulen. So, fertig. ...1800 kriegen wir in die Kasse. Brandbilgetter. 1600 die Woche, bist du bekloppt? Wer soll das bezahlen? Das lassen wir dann mal. Bringt eh noch nichts. ...2600, dann können wir anfangen mit Bussen. Da werde ich auch recht früh mit anfangen, schätze ich mal. Damit die Verkehrsgeschichte nicht sofort zusammenbricht, weil wenn man hier guckt, das sieht ja noch harmlos aus, aber es färbt sich hier schon im Bereich rot. Hier sieht man klack sofort rot. Das heißt, wir können hier mal eben kurz eine kleine Querstraße ziehen, wenn wir schon mal da sind, um das hier so ein bisschen zu entlasten. Arbeiter brauchen wir. Na toll. Zusätzlich brauchen wir dann noch Polizei und Feuerwehr. Da weiß ich auch noch nicht, wo ich die genau setze. Am besten hier so. Können die nämlich in die Straßen dann reinfahren. Werden aber da nicht alles abdecken. Wieso leuchtet das denn hier so komisch? Ah, das ist von der Sonne, denke ich mal. Okay. Boah. Huch, Flieger. Verbrechensrate quasi null. Sie steigt aber langsam. Lärm, ja gut, da kann ich jetzt gerade mal nichts dran tun. Im Moment, Feuersicherheit ist natürlich hier schwierig. Ich glaube, da werden wir mal mit anfangen. Machen wir hier einen Ghostbusters rein. Unterhalt 277, 560. Wie sieht denn der Einflussbereich aus? Die gehen, wenn ich die hier hinsetze. Na, jetzt. Gerade mal so bis zur Hälfte. Die genauso. Dann nehme ich doch lieber die, weil die sparsamer ist. Stimmt das? 272 in der Woche.
Löschfahrzeuge 2. Die haben 6. Ja, komm. Um mal ein bisschen Geld zu sparen, setze ich mir eine hier hin. Und eine hier hinten irgendwo. Da ist schön, ne? Kann ich die drehen? Nein, geht nicht. Zack. So, die sind glücklich. Das ist schön. Spaßig wäre es, wenn die das Fahrzeug dazugefügt hätten. Hier dieses Ghostbusters-Mobil. Das wäre mir ein Fest. So, ja, also die Käferplage ist da. Da haben wir so einen kleinen, keine Ahnung, Sportwagen. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Und der Piki, der hat hinten die Farbe verloren. Naja. Kohle machen wir immer noch. 1200 und ein bisschen. Wir brauchen noch eine Schule, fällt mir gerade ein. Die müssten wir dann hier hinten irgendwo hinsetzen. Da brauchten wir 10.000, ne? Ja. Kriegen wir auch noch zusammen. Oh oh, Verbrechen. Gut, das heißt, wir werden dann doch die Potzilei bauen. Da ist er. Wir brauchen... Ich möchte auch nicht. Okay, dann warten wir da halt drauf. Tut mir leid. Müsst ihr euch momentan mal eben selbst verteidigen. Wie sieht's aus? Strom haben wir genug. Wasser sowieso. Da braucht man gerade mal nicht dran schrauben. Verbrechen. Ja gut, das ist natürlich jetzt hier ein Verbrechen. Das ist doof. Dann werden wir mal hier im Mittelbereich, denke ich mal, die Polizei einsetzen. Was haben wir hier? Ausgehende Verbindung tangiert mich gerade mal nicht. Naturrohstoffe auch nicht. Verschmutzung. Ja. Gut, kein Thema. Aber hier sieht man schön, unsere Energiegewinnung macht zumindest keinen Schmutz. Die machen nur Lärm. Ist natürlich nicht so schön. Na, mal gucken. Da gibt es ja nachher noch die ganzen Geschichten, die man da hier, sag ich mal, wie nennt sich das? Komme ich nicht drauf. Stadtanweisung, keine Ahnung. Herausgeben kann. Hier, was weiß ich, Müllvermeidung, Lärmvermeidung und so ein Scheiß. Das kostet zwar alles Kohle, aber das macht nichts. Fünf brauchen wir noch, dann können wir die Polizei bauen. Wie gesagt, Kredit würde ich nicht gerne aufnehmen. Was ist das? Richtlinie, genau. Ha, da steht's ja. Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Rauchmelder, Verteilung. Steuerung können wir noch nicht drauf, da müssen wir 8000 Einwohner haben. Das wäre hier von wegen Brandvermeidung, Wasserverbrauch und Stromverbrauch ist klar. Zum Sparen von Ressourcen. Es wird Zeit, dass wir die Polizei bauen. Ich könnte natürlich im Budget mal eben fix die Wasserkosten ein bisschen runterdrehen. Stromkosten haben wir auch genug von. Ebenso das Wasser. Macht jetzt nicht wirklich viel aus. Wobei Strom...